Hallo, heute möchte ich euch einen Produkttest zeigen, den ich durch die Garnier Blogger Akademie bekommen habe. Wie ihr schon aus dem anderen Video von Garnier wisst, bin ich an der Blogger Akademie schon recht lange. Diesmal habe ich vier Produkte zum Testen bekommen für die Haare und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Es ist einmal, oder überhaupt ist es die Kraftzuwachsserie von Garnier, hier diese, Augenblick, so, diese grüne. Sie wirkt jetzt in dem Video ein bisschen bläulich, aber sie ist grün. Da fangen wir einmal mit der Haarkur an. Das ist die Haarkur von Garnier Kraftzuwachs. Ihr seht kräftigende Cremekur. In der Haarkur sind 300 Milliliter enthalten. Einmal kurz die Inhaltsliste. Dann seht ihr hier noch eine Anwendungsinformation. Die Haarkur ist weiß. Ihr seht, es ist schon ein Teil raus. Und sie riecht nach Apfel. Ich habe sie jetzt einmal die Woche verwendet. Ich glaube, in einer Woche sogar zweimal. Habe sie in die gewaschenen Haare reingemacht, habe sie eine Minute einwirken lassen, wie hier auch, da unten seht ihr das, empfohlen wurde und habe sie dann ausgewaschen. Sie hat sich in den Haaren sehr gut verteilen lassen und auch sehr einfach wieder auswaschen lassen und die Haare waren danach angenehm weich und gepflegt. Ob sie jetzt Kraftzuwachs macht, die Serie, kann ich euch so nicht sagen. Ich finde, meine Haare sehen aus wie immer. Sie sind auch kräftig wie immer, wie ihr seht. Also einen großen Unterschied sehe ich nicht. Pflegemäßig ist die Serie ganz gut. Und ja, ich gehe jetzt mal zunächst zum weiteren Produkt, zum nächsten. Das ist einmal das Shampoo. Da seht ihr, ich bin eifrig am Benutzen. Das ist fast leer. Aus der gleichen Serie. Hier sind 250 Milliliter enthalten. Es riecht auch nach Apfel. Ist ein weißes Shampoo. Man benötigt sehr wenig. Ich habe die ersten Male viel zu viel in der Haare gehabt und das hat wirklich sehr doll aufgeschäumt. Also man braucht sehr wenig davon. Es lässt sich auch gut verteilen. Wie gesagt, schäumt sehr gut auf und ausspülen ist auch sehr einfach wieder. So, dann kommen wir einmal zu der Haarspülung. Soll eine kräftigende Spülung sein. Es sind 200 Milliliter enthalten und Geruchs bei allen Produkten das gleiche. Es riecht alles nach Apfel. Und also Garnier verspricht in dieser Pflegeserie, sie haben das Gefühl von kraftlosem Haar nach nachlassender Fülle oder bemerken abgebrochenes Haar in der Dusche oder in der Haarbürste. Dies sind mögliche Anzeichen dafür, dass ihr Haar an Kraft verliert. Handeln Sie jetzt mit Ihrer täglichen Pflege und da kommt. Steht hier auch, dann kommt nochmal der Name. Uff. Haarausfall extra hatte ich jetzt keinen. Man sagt ja, 100 Haare verliert der Mensch am Tag. Da ist mir jetzt auch nichts aufgefallen. Empfindliche Haare, strapazierte Haare habe ich durchs Blondieren definitiv. Und die Pflegeform ist dadurch eigentlich ganz gut. Garnier verspricht auch nochmal, die Formel kombiniert Keramide mit. Ein starkes Molekül, das verlorene Lipide im geschwächten Haar ersetzt, mit kräftigem Aktivfruchtkonzentrat. Diese optionale Kombination wirkt von Ansatz bis in die Spitzen, um Substanz und Kraft aufzubauen. Die Qualität der Haarfasern wird von außen sichtbar verbessert. Also ob jetzt die Haarfasern, ich denke mal, ihr seht ein bisschen. Meine Haare sind ja, gut gepflegt auf jeden Fall, die Haarspülung. Ist leider genauso wie die Spülung, die ich hatte von dem Deutschlands größten Shampoo-Test, sehr, sehr fest. Ich brauche wirklich sehr viel davon, um das meine Haare komplett zu verteilen. Aber auswaschen lässt sie sich wieder sehr gut. Das Einzige, was mich bei der Spülung ein bisschen ärgert, was ich jetzt beim Shampoo besser finde, die Verpackung ist nicht durchschimmernd. Also ich kann partout nicht sehen, wie viel noch drin ist. Ich merke es, ich schätzungsweise bis hier. Also ich fasse auch fast leer. Das wäre vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag an Garnier, dass die Packungen leicht durchschimmernd sind. Das vermisse ich aber bei allen Marken, wenn ich ehrlich bin, weil ich möchte wissen, wie viel Produkt ich noch habe und ob ich mir was Neues hinstellen muss, weil ich habe das Talent, meins ist alle, wenn ich gerade mal nichts stehen habe. Und dementsprechend wäre das dann ganz toll. So, und da komme ich jetzt zu dem letzten Produkt. Das ist ein Serum. Das soll man im Zickzack-Muster in die Haare auf dem Ansatz verteilen. Das kann man hier auch nochmal sehen. Und dann einmassieren. Das soll man täglich verwenden. Und das soll das Haarwachstum stimulieren und verbessern. Das ist ohne Ausspülen, was auch vielleicht noch wichtig ist. Und auch für Männer geeignet.
für Männer und Frauen, auch für sensible Kopfhaut und ohne Parabene. So, das packe ich euch jetzt auch noch einmal aus, weil es jetzt nur die Umverpackung, die ich euch gezeigt habe. Achso, es sind 84 Milliliter enthalten. Da kann ich noch nicht sehr viel zu sagen. Wie ihr seht, hier ist so eine Anzeige. Ich habe das jetzt erst, ja, ich halte die Flasche jetzt irgendwie schräge. Zwei Anwendungen habe ich jetzt verwendet, weil ich durchs Färben und so erstmal kein Serum genommen hatte, da ich gerade frisch nachgefärbt habe und ich wollte jetzt das Ergebnis nicht verfälschen. Jetzt habe ich das Wort wieder. Also das ist ein Serum in so einer kleinen Flasche. Es kommt auch sehr gut raus, lässt sich gut verteilen. Wenn ich jetzt so rumdrehe, ich brauche nicht mal drücken, obwohl die Flasche ist weich. Man kann sie drücken. Pro Anwendung soll man einen so einen Strich verwenden und auf der Kopfhaut verteilen und dann einmassieren. Ich habe ja zwei Anwendungen durch. Es riecht auch nach Apfel. Es ist angenehm kühl auf der Kopfhaut, aber eine endgültige Wirkung kann ich euch so noch nicht sagen. Also hier sieht man noch mal kurz die Anleitung. Aber wenn sobald es leer ist, zeige ich es euch in meinem Aufgebraucht-Video und kann euch dann noch mal die genaue Wirkung sagen. Bis jetzt habe ich bei den beiden Anwendungen noch keine Unterschiede. Meine Haare sind. Ich sehe noch keine nachgewachsenen Haare, ihr? Also irgendwie vielleicht so ein paar, aber wer weiß, wie lange die schon da sind. Und ja, mal schauen, wie das nachher ist. So, das ist jetzt die Garnier Kraftzuwachs-Reihe. Ich zeige euch noch mal ganz kurz. Mein absoluter Favorit war das Shampoo, gefolgt von der Haarkur. Die Spülung, wie gesagt, ist bei mir leider. Ich weiß nicht, ob ich sie mögen oder hassen soll, weil sie mir zu fest ist. Sie ist gut, sie pflegt, die ganze Reihe ist angenehm. Das Shampoo und die Haarkur kann ich mir vorstellen, nachzukaufen. Bei der Spülung weiß ich es noch nicht, weil ich sie wirklich sehr fest finde und schwer zu verteilen. Und bei dem Aktivserum kann ich euch erst im Aufgebrauchtpost sagen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich finde auch, hier steht drauf 90 Tage, sehe ich gerade hier unten. Da. 90 Tage lang soll man das anwenden, um das. Um ein langfristiges Ergebnis zu haben. Für 90 Tage reicht die Anwendung nicht. Ich sage euch dann nach der Flasche Bescheid, was ich davon genau halte und ob ich es mir nochmal nachkaufen werde. Das Shampoo auf jeden Fall. Die Haarkur auch, wenn ich die andere leer habe. Die anderen. Aber die Spülung vielleicht. Da sage ich wirklich vielleicht, wenn die Flasche sich ändert und die Rezeptur, kann ich mir das wirklich vorstellen. Geruchsmäßig definitiv angenehm, jetzt für den Sommer super passend mit dem Apfelgeruch. Ja, und Garnier, ich bin eh ein Garnier-Fan, ich habe sehr viel von Garnier stehen, auch durch die Blogger-Akademie von Garnier, weil ich dadurch immer wieder Neues ausprobieren muss, konnte. Und mir ist aufgefallen, ich bin immer wieder, im Nachhinein habe ich mir die Sachen nachgekauft, die ich da mal testen durfte. Und ja, so. Also ich kann es eigentlich Garnier an sich kann ich empfehlen. Manche Produkte mag ich halt mehr, manche weniger, aber ich glaube, das hat jeder. So, das war's schon mit meinem Video zu dem Pflegeserie, zu der Fruchtis Kraftzuwachs-Serie. Auch ein Wort heute. Also da. Kennt ihr die Produkte? Wenn ja, ich würde mich über Kommentare freuen und würde gerne eure Meinung dazu erfahren. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.